Hey du, ich bin Smu und willkommen zu einem neuen Teil YouTubers Live. Das Video von ihm ist fertig. Nicht so viel ansehen. Das Video. Ja, so. Bleib stehen. Irgendwie ist das ziemlich schlecht, was der macht. Vielleicht wegen dem PC, welchen er benutzt hat. Er soll direkt ein neues Video aufnehmen. Wie geht's ihm denn überhaupt? Schau ich erstmal das. Ja, Motivation sinkt ein bisschen, aber noch geht's. Er soll jetzt wieder ein Video aufnehmen. Auf dem anderen PC dann. Und ich gehe so lang schlafen. Und was essen. Ich sehe gerade, der Vertrag von ihm endet in 13 Tagen. Den müssen wir mal wieder verlängern. 6 Monate am besten. Genau. Sein Video ist schon wieder fertig. Ja, ich guck mal, ob er einen Kurs belegen kann, weil irgendwie gefällt mir das nicht mit den Videos. Ein Kurs. Nein, nicht ein Video. Einen Kurs belegen soll er. Nee. Irgendwie gibt's hier kaum noch was. Aber er soll das mal machen. Ich mach dann so lange ein Video. Aber es wäre gut, wenn wir mal den PC oben wenigstens ein bisschen ausrüsten würden. Ach, den haben wir noch nicht gekauft. Ja, brauchen wir auch nicht. Den nehmen wir. Machen wir ein bisschen besser. Was kaufen wir? Ach, das Handy kann man kaufen. Kaufen wir das jetzt schon? Ja, kaufen wir. Was soll der Geiz? Kann ich nur die schlechteren Sachen auswählen? Ja, mach ich das. Das nehmen wir. Noch ein Monitor. Das Mikrofon. Und jetzt warten wir, bis die Sachen wieder ankommen. Da sind sie schon. Wir haben extrem viele Sachen bestellt. Das Handy ist da. Nett. Ich hatte endlich ein neues Handy. Ich musste nur wissen, wie man ein Selfie macht und es mit meinen Followern teilt. Mal sehen, wie es gemacht wird. Als kann ich Selfies anscheinend machen. Versuche ich mal gleich direkt. Nachdem ich die ganzen Sachen ausgepackt habe. Dauert ein bisschen. Ich glaube, das war das Letzte. So, wo können wir... Ach, da ist die Kamera. Die war vorher gesperrt. Ja, cool. Nachdem du ein Selfie gemacht hast, musst du entscheiden, ob du es hochladen willst oder nicht. Ist dieses Foto gut genug? Momente mit deinen Fans zu teilen, hilft dir, mehr Erfahrung und neue Abonnenten für deinen Kanal zu bekommen. Ich bin sicher, sie wollen, dass du jeden Moment teilst. Besonders, wenn du zu einer Veranstaltung gehst. Ja, warum nicht? Muss ich nur dran denken, das auch nicht zu vergessen, wenn ich auf Events bin, dann Fotos zu machen. Meine Aufgaben sind, ich soll 3 Selfies teilen und 250.000 Abonnenten erhalten. Und platziere 2 Jobs. Soll ich Jobsangebote rausgeben oder was heißt das? Ach so, ich soll 2 Jobs annehmen. Hier kann ich anscheinend Events sehen.
Netzwerk-Event. Hier ist ein Auftrag. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen schadet dein Image und der Moral deiner Abonnenten. Warum schadet das denn meinen Abonnenten? Ich gehe jetzt mal zu dem Event. Was war auch mal für ein Event? Habe ich da anscheinend irgendwas angenommen? Dann gucken wir mal, ob es wieder Aufträge gibt. Scheint hier aber so zu sein. Genau. Nehmen wir an. So, ich zeige euch das mal. Hier können wir ein Interview aufnehmen. Wir fragen eben nach dem Spiel, dass wir das umsonst bekommen. Und dann machen wir noch ein Interview mit ihm. Dann zeige ich euch mal, dass es eigentlich genauso aussieht wie das ganz normale, wenn man Spiele aufnimmt. Genau so sieht das dann aus. Muss man auch wieder Sachen auswählen. Und dann kann man das zu Hause bearbeiten. Am PC. Dann muss ich auf jeden Fall noch ein Selfie machen. Das darf ich nicht vergessen. Genau. So ist gut. Mit irgendeinem Typen drauf. Scheint aber nicht so gut zu sein wie das letzte Bild. Ja. Wir gehen mal wieder nach Hause. Ne, nicht für die Presse posieren. Nach Hause gehen. Und dann müssen wir das Interview bearbeiten. Funktioniert auch genauso wie das mit dem Spiele aufnehmen und bearbeiten. Hier sind Videospiele angekommen. Wir haben hier Aufträge erhalten. Und zwar einige. Jetzt muss ich daran denken, dass ich alles schaffe. Oh, noch ein Paket. So. Jetzt müsste ich aber erstmal einkaufen, und zwar die neue Konsole, wenn die schon draußen ist, PlayStation 4, weil wir einen Auftrag dazu bekommen haben. Genau, hier ist die. Scheiße. Ja, kein Platz mehr. Wir müssen irgendwas wieder verkaufen. Das Tablet, glaube ich. Da können wir ein Regal hier kaufen. Ich guck mal, ob wir ein Regal kaufen können. Kleines CD-Regal. Nee, das nicht. Ich glaube, das Regal bringt uns auch nichts. Das habe ich ja sogar schon. Nee, nicht CD. Ich brauche kein CD-Regal. Anscheinend können wir das nicht. Ja, dann müssen wir was verkaufen. Wir verkaufen das. Nee, das nicht. Irgendwas anderes. Das ist scheiße, wenn wir so wenig Platz haben. Ja, das verkaufe ich. Jetzt versuche ich nochmal die PlayStation zu kaufen. Jetzt müsste ich ja theoretisch einen Platz mehr haben. Genau, habe ich gekauft. Jetzt muss ich ganz... Ach, er muss den Kurs abbrechen. Er muss mir helfen mit den Videos. Scheiße. Dann mache ich das jetzt alleine. Ich öffne mal die PlayStation. Anscheinend kann ich kein Video aufnehmen, bevor ich nicht mein Interview fortgesetzt habe mit dem Schneiden.
Scheiße. Ja, ich mach's mal automatisch. Ich bräuchte ihn jetzt unbedingt eigentlich, damit er mir mit den Spielen hilft. Ja, nützt nichts, muss ich jetzt alleine schaffen. Vielleicht ist er auch gleich fertig, dann kann er mir gleich helfen. So, das Interview ist fertig. Das sind die Ergebnisse vom Interview. Naja, bisschen schlecht. Der PC ist beschäftigt. Der rendert. Dann gehe ich kurz nach oben und dann nehme ich dort das Video auf. Was dumm ist, ich muss wahrscheinlich gleich wieder runtergehen, um an die Konsolen zu kommen. Aber ist dann halt so. Für was kriegen wir Geld? Für die ganzen Sachen. Die haben wir jetzt auf jeden Fall gekauft. Das können wir machen. Genau, auch automatisch. Der PC ist jetzt besser. Er ist mit seinem Kurs auch gleich fertig. Das war's auch schon wieder. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.